So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum Tagtraum 98. So, wir sind in der Kanalisation und wollen hier tatsächlich endlich mal raus. Wir haben die Batterie gefunden, wir haben das Wasser abgelassen, wir haben uns tatsächlich mal die Mühe gemacht, tatsächlich die Rätsel selber zu lösen. Ja, und so sieht's aus. Jetzt müssen wir raus. Wasser ist abgepumpt, das heißt, als allererstes versuchen wir, den Fahrstuhl zu erreichen. Oh Gott! Gib mir auch keine Möglichkeit. Er ist verrückt geworden. Er ist lebendig. Du, bleib tot. Das war eng. Naja, man hätte wissen müssen, dass es natürlich so einer ist, ne? Der natürlich auf dich wartet, ne? Es können nicht normale Zombies sein. Es müssen immer diese Big Boss-Dinger sein. Ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch schlimmere gibt in diesem Spiel. Schlimmere Albträume als das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja! So wird es hier gemacht. Wo war das mit dem Fahrstuhl? Das war hier, ne? Genau. Ja. Fahrstuhl fahren. Eigentlich müsste so ein Fahrstuhl doch irgendwie jetzt direkt raus aus den ganzen Puff führen, oder? Oder? Was meint ihr dazu? Ich sehe das mindestens genauso wie ich. Wie genau, ne? Hier oben des Dings. Die Anzeige vom Fahnenkreuz und der Lauf von der Schrotflinte ist ein bisschen weiter anders. Zielstrebigkeit ist nicht deren Oh, guckt euch mal die Kratzer in der Wand an. Ich hab Angst. Kann man speichern? Ja, hier ist ein Speicherraum. Yeah, looks like it's been an exceptionally safe and accident-free environment. Ja. Well, until today. Ist das kein Speicherraum? Kacke. So, die haben wir eine Aktion, haben wir verschiedene Programme, die unterschiedlichen Arten von biochemischen Waffen und Hexakorbier, wenn du das Kind seid, testen sollten. Die meisten Seiten sind nass und schwer leserlich. Ja, 1952. Übersicht Teil des Projektes Truman. Es wurden Experimente durch verschiedene Schwangerschaftsstudien an der Entbindungsstation des Sacred Hearts Krankenhaus durchgeführt, wobei die Probandinnen durch kontrollierten Infektionen einem biologischen Nervengift verabreicht wurde. Das Experiment hat keinerlei Fortschritte in sich und unter Ausgrund der Probanden sind die Kinder dieser unfreiwilligen Versuchshandlung haben jedoch zu einer weiteren Studie geführt, die den Namen Daymare-Syndrom trägt. Status geschlossen, Notizen, ein neues Experiment an den Probanden begonnen, die von Daymare-Syndrom betroffen sind. Ja, 53, Übersicht, eine gemeinsame Experiment der US Navy und CIA. Während der 10.000 Individuen in der Luft in angeborenen Bakterien wurden, in Kindheit wurde ein ähnliches Experiment vollzogen. Hier wurde eine Variante der Verbreitung über das Trinkwasser gewählt. Aktiv infizierten Probanden unter ständiger Überwachung platziert. Übersicht, im selben Jahr startete CIA eine offizielle MK-Ultra, eine Serie von Experimenten mit dem Ziel der erforscht neue Medikamente, biologische Kampfstoffe und Zwecke der Gedankenkontrolle und des Verhaltensbeeinflussung, die dabei die benutzten Vorstände und Daten illegale Einverständnisse und menschlichen Versuchen eingesetzt. Ja, geschlossen. Neue Experimente bald darauf folgen. Jahr 1960, Übersicht, Aktivierung des Geheimprojekts SHADE. Flugzeuge der Navy starten über einen entlegenen Atoll im Pazifik und sprühen eine insgesamt 100 Kilometer lange Aerosolwolke über 5 Schleppschiffen aus. Innerhalb wenigen Tage wurden die betroffenen Männer schwer krank und wiesen Verfallserscheinung an Epidemies sowie schwere Schäden im Respirationstrakt auf. Na klar, wer kennt das nicht? Aktiv, Notizen einiger Probanden. Oh, mein Ohr juckt. Oh, es gibt Gewitter. Zu werden. Ja, 1970. In Übersicht nach dem Hexmodell. Die kündigen Verteidigungsministerium und überwachen aktiv der Truman, bla bla und tschüss. Okay, also, unmenschliche Projekte wurden hier natürlich vollzogen. Es ist genauso wie Umbrella. Ne? Ja, also eigentlich ein und dieselbe Firma quasi. Mit dem einen und selben Ziel, biologische Kampfstoffe herzustellen, um Menschen, andere Menschen zu schaden. Ratten. Und zu töten.
Eine Cola-Dose. Was? Entkomme durch den Tunnel. Yay! Oh! Was ist er denn? Super Mutant! Der war in mein Gehirn! Ich konnte gar nicht konzentrieren, was ich jetzt gerade für Munition eingesammelt habe. Ich bin einfach so fokussiert. Was ist das für ein Unhold? Der lebt ja noch. Ah! Habe ich nicht. Alter, du musst doch mal sterben, Junge! Digga, was geht mit dir? Ich hab nix. Use. Wer hat das Lichtschirmchen angelassen? Oh, crap. Ja, ja, komm! Ich habe das Gefühl, gegen den können wir gar nicht gewinnen. Aber die Tunnel können ja nicht unendlich lang sein, oder? La, lass das sein. Raus aus meinem Kopf. Danke fürs Nachladen. Jetzt schon. Was ist jetzt passiert? Sind wir entkommen? Nachdem Raven der Dunkelheit des unterirdischen Wassersystems entkommen ist, gelangt er am Stadtrand wieder an die Oberfläche. Von hier an sollte seine Reise zur Absturzstelle wesentlich einfacher verlaufen, wird er den leblosen Körper des Majors unter den Trümmern begraben vorfinden oder hat er den Albträumen überlebt? Die Wahrheit liegt da draußen. Als Raven wieder zu Bewusstsein kommt, stellt er fest, dass seine kleine Verletzung nichts im Vergleich zu den Schrecken sind, die ihn unten auf der Straße erwarten. Hey, was brennt was hier? Edno? Ja, das war mal ganz kurz ein wichtiges Nachbarschaftsding gerade. Ich dachte, unser Balkon brennt hier. Dabei grillen unsere Nachbarn gerade. Ist natürlich gut. So, sind wir gerade hier hochgelaufen oder sind wir... Ja, ich denke mal.
Nee, ich glaube nicht. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Oh, natürlich sind hier solche Bio-Kanister auch gelandet. Haben wir nichts, was uns gerade so ein bisschen irgendwie Energie gibt oder so? Oh, das sieht sehr schlecht. Das, diese Flüssigkeitsding ist da. Das ist doch gut. Sollte uns doch wieder ins Reine führen. Eigentlich. Ach du Scheiße. Bestimmt kriegen wir ja so einen Bossgegner oder so einen Krack. Ach, da ist die Abschlussstelle. Ich habe keinen Bock auf einen Bossgegner und so Scheiße. Ne? Wir sind echt mehr tot als lebendig gerade, ne? Irgendwo Wohnwagen rein? Was ist das hier? Ein Schrottplatz oder was? Ja, natürlich. Ja, ich vertraue dem jetzt mal. Diesen Magnet. Ach, die Eulen, denen geht's aber gut, ne? Guck mal, hier kommt Mr. Sexy Buddy. Er wackelt so stark mit dem Kopf, dass man ihn gar nicht mehr treffen kann. What? Ja, einmal beeindruckend. So, das soll es gewesen sein. Hä? Er ist in einer höheren Position. Ich hoffe mal, ich nehme mal an, durch seinen Supersalto ist er gerade gestorben. Oh oh. Sehr viele, die einfach so rumliegen, ne? Pöllewurst, was ist das denn hier? Ahaha, keine Energieversorgung. Ja, was denn auch sonst, ne? Warum mal einfach gehen, ne? Oh oh. Ach, er brutzelt da. Ja, das ist schlecht. Da fasse ich aber nicht an. Oder was meint ihr? Soll ich da anfassen oder nicht? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Erstmal Strom ausschalten, wa? Was ist denn das? Nochmal Kanalisation? Ah. Was ist das? Auch irgendwas, was mich hier wieder oben aufbringt hier. Ich weiß gar nicht, wofür es da. Merkwürdiges Gemisch mit der speziellen Herz kann die Grundlage für Aufpushmittel verwenden. Ich werde aber nicht fit gerade. Was ist denn das? Hinter der Mauer? Interessant. Er brutzelt aber ordentlich noch, wa? So, Verwendung der Gegenmittel der Replikanten, Zellen der Probanden, haben den Virus lange ausgesetzt und Probanden oder okay, geh weiter. Replizierte Schaden und replizierten Vorgesetzten, okay. Ja, das wird noch nicht gehen, weil der Typ hängt ja noch da drinnen. Wobei, er könnte als Leiter funktionieren.
Wow, wir haben in der Stadt wieder Strom geschaffen. Erschaffen. Aber die ganzen Tires. No smoking. Jetzt kommt diese Hölle der Finsternis da raus aus der Garage. Okay. Digga, beruhig dich ein bisschen. Mach nicht so hastig, sonst verbrennst du dir deine Viruslungen. Na ja, komm rein. Komm hier rein, mein Schatz. Oh, upsie. Oh, ups, nochmal. Und er lebt noch. Jetzt soll es gewesen sein. Ja, alles gut. Mach, wie du meinst. Alles ist gut. Digga, nein, nicht so einer wieder. Oh, war das hier Real Life? Oder war das im Spiel? Gewittert das im Spiel oder gewittert das im echten Leben? Ich habe die Sicherheitskarte nicht dafür. Ja, wo mag die wohl sein jetzt noch, was? Wer hat hier die Sicherheit? Oh ja, das war hier im richtigen Leben. Der Hund rennt weg. Unser Hund ist immer so ein kleiner Angsthase. Okay, hier piept das alles dumm rum, aber hier gibt es keine Sicherheitskarten. Oh, wir hängen irgendwo fest. Okay. Der Kollege, der Dude hier, der hier hängt, hat auch keine, glaube ich. Ist im Spiel oder nicht? Oder es gewittert im Spiel natürlich praktischerweise auch. Okay. Keiner von den Dudes hat hier irgendwie irgendwas. Deswegen müssen wir wahrscheinlich wieder den Rücktritt andingsen und wahrscheinlich irgend so einen toten Menschen das aus den Fingern reißen. Oh, mir ist ganz schön warm. Ah! Kommen wir da einfach so hin zur Tankstelle, so ein Scheiß? Das ist so ein witziger Zufall. Ich spiele gerade ein Spiel, wo das ein Spiel gewittert. Und Real Life auch ge... Oh. Oh, was? Das Mützchen, wa? Ja. Jetzt sollen wir hier rein können. Und die haben natürlich die Karten für den... Oh, ein DeLorean! Nein! Wow! Zurück in die Zukunft damit, aber schnell! Damit kann man alles wieder ungeschehen machen. Ich glaube, die Energy-Dinger, die helfen ja, glaube ich, gegen so einen Scheiß, ne? Okay, da wurde jemand zerhackt. Ah, schade, diesen DeLorean hier einfach stehen zu lassen. Warte mal, lass mal ganz kurz... ...da gucken. Was ist denn das? Energieriegel. Bleibt schön liegen, Leute. Ruht euch noch weiter aus, ist alles gut. Ich konnte... Ja, alles klar. Ich habe gesagt, ausruhen, nicht aufstehen. Die Frauen brauchen wir ein bisschen länger, ne? Da reicht ein Schuss nicht, das müssen drei, ja, drei Stück sein. Scheiße, ist irgendwas? Nein, da ist nichts. Okay.
Und er hat auch was. Das ist diese Umspannwerk. Er hat die Karte. Er arbeitet beim Umspannwerk und hat eine eigene Tankstelle. Wahrscheinlich. Irgendwie so wird das ablaufen. Oh, lass mal ganz kurz den DeLorean hochmachen. Ach was. Jetzt haben wir noch eine bessere Knarre. Okay, aber trotz all dem, wir wollen nicht, dass der Kollege wieder aufsteht. Okay, die geht ab. Ich glaube, wir sind hier nicht sicher. Einfach mal so, weil ich so ein mieses Gefühl habe. Wow, war ganz schön weiter Weg nach oben, wa? Oh, ho, ho, ho. Die Eule habe ich sehr gut nachgemacht, oder? Ach ja, diese Eule. Gestern Inka bei Daisy. Ja, die machten Eulengeräusche. Dabei waren es Wölfe, die uns gejagt haben. Aber ihr habt sie nicht gehört. Oh, da brennt es. Eigentlich müsste das Kapitel ja bald zu Ende sein. Ach nee, das ist ja der Hubschrauber-Landeplatz, hätte ich weiter gesagt. Absturzstelle vom Hubschrauber. Ja, der Major schießt mich tot, der ist down. Der ist kaputt. Hat sich erledigt. Wobei, er taucht jetzt hier als Supermutant auf und wird uns... Natürlich fällt das jetzt um, damit wir unsere Kampfarena geschaffen haben. What the fuck are you supposed to be? Was? Ach komm schon, bitte. Zwei. Kann man aber irgendwas mit denen anstellen, wenn die so bocken? Nee, die pumpen. Alles leer. Alter Schwede. Christ. What a mess. Aiden, please don't be here. God. Looks like he made it out after all. But where did he go? Wo ist er hin? Oh. Zum Damm. Haben wir noch Munition, die wir hier einsammeln können, irgendwie? Ach, guck mal hier. Wir wurden hier aus... KSPD, das ist die KSPD, war jetzt die Dings, genau. Wir wurden hier eigentlich mit Munition versorgt, damit wir das hier überleben können. Günstiger AE-Munition, das wird wohl die... Diese Diegel, die wir gerade gefunden haben, sein. Das Piepen kommt von unseren Dings, weil es uns ziemlich scheiße geht. Mal gucken, haben wir noch irgendwie was in Energieriegel oder so, den wir fressen können? Ja. Ein. Ja, die Jungs hatten es drauf, ne? Aber nicht so viel wie ich. Okay, das mach ich mit. So.
Was sagt die Uhrzeit? Wir müssen gleich mal einen Break einlegen. Ich hoffe, dass beim Damm uns keine Überraschungen überraschen. Okay. Der Damm ist wohl offensichtlich da vorne. Und jetzt kommt der Bossgegner. Brr, 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 brr. Dieses bisschen laufen. Ja gut, aber andersrum wären wir jetzt nicht gelaufen, hätten wir die Munition nicht gefunden, ne? Das ist es eben halt. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals gelingt es Raven, die tödliche Bedrohung zu besiegen, die ihn bei den Abschussschild angegriffen hat. Er atmet erleichtert auf, als er Sandmanns Leiche nicht unter den Trümmern findet. Dennoch gibt es keine Spur, wohin er verschwunden sein könnte. Das Einzige, was er jetzt noch tun kann, ist, zum Hexer-Hauptquartier im Herzen der Leyes-Dammes zu gehen und dort nach einer Möglichkeit zu suchen, eine direkte Verbindung mit Majorn aufzubauen. Okay. Es ist ein bisschen katastrophal, aber das, Kinderchen, werden wir in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.